Knalltrauma-Feuerwerk, direkt in euer Herz. Jetzt ganz viel Spaß mit dem Vergleich. Die Teufelsschläge von Pyroweb gegen die Weco Kanonschläge groß aus deutscher Produktion. Ja, man könnte mal ein unfairer Vergleich. Wer weiß, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Let's go. Hey, ich mache erstmal einen. So waren China-Cracker früher, würde ich sagen. Aber schön rot auch. Ja, ja klar, das ist halt Pulver, ne? Doch, Brückenschuss. Ja gut, der letzte war wieder stark. Ja. Mal gucken, wie der Kanonschlag der dagegen letzte ist. Der letzte hatte Druck. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, schon, also das sieht geiler aus, so von der Zerlegung her. Aber nicht lauter. Nicht viel lauter, ne? Nicht wirklich lauter, krass. Sogar weniger Druck als der letzte Teufelsschlag. Ja. Der hatte Druck wenigstens, der hier. Ich meine, die sind ja auch dafür bekannt hier, die Weco-Kanonschläge groß, dass sie nicht so laut sind. Sehen ganz schön aus, sind nicht so laut. Aber wenn man sich überlegt, dass sie viel teurer sind. Dann lieber Pyrowebster. Boah, aber der war stabil. Der war so wie der lauteste der Teufelsschläge, würde ich sagen. Schon. Ungefähr. Machen wir noch die beiden hier auf Schlag. Und dann vielleicht sind die auch ein bisschen bassiger noch. Ja, aber weniger Druck. Ein bisschen weniger also, Druck sogar, ja. Also die sind halt, also ich finde die Teufelsschläge echt okay. Ja. Haben beide was. Ja, die waren jetzt wieder gut. So, haut darin, gehen. Jungs, lasst es ordentlich krachen. Die und genießt die Vorfreudezeit. Ja.